Vorher, hey, schneid die Hochzeit nicht, weil sonst haben wir da auf zu zweit. Everything shaved? Himmel! It's just a little bit! Frank Atemmut, bitte, mein. Jetzt lass mal rein sprechen, okay? Okay. Land kann ich nicht bitten, der Land kann ich nicht bitten. Bleib nicht. Oder so. Die Deutschen und die Türkei, die haben wir schon geschrieben, Bank of Hair. Bisschen Barthaare transplantieren. Mhm. So, Test. Ich hoffe, ihr versteht's mich. Willkommen wieder auf meinem YouTube-Kanal. Wie schaut's aus hier? Wie ist die Lage? Wir sind im Lockdown Nummer 4. Wir sind immer noch hier in Pattaya. Der Johann kommt jetzt gleich. Und zwar hat der einen Barber im Gepäck, weil wir brauchen einen Haarschnitt. Also ich meine, ich schaue schon wieder aus wie der Letzte. Ihr wisst schon was. Und jetzt haben wir gesagt, was sollen wir machen? Wahrscheinlich, die sagen 2 Wochen Lockdown, wahrscheinlich sind es wieder 5, 6, 7 Wochen. Und jetzt haben wir gesagt, Barber, wie schaut's aus? Da ein bisschen Trinkgeld, komm vorbei, schneid uns dort Haar. Und er hat gesagt, Freude macht er. Ich meine, die haben eh keine Arbeit nicht. Das heißt, mit dem haben wir da wahrscheinlich einen Gefallen damit. Johann. Ja, aber der. Ich bin's, der Johann, und ich habe einen Barber dabei. Leck mich mal. Hi. Ja. Mit der Masken, ganz vorbildlich. Also bei mir ist nicht aufgegangen, gell? Ausgestattet ja, mit Seeblick und so übrigens, weiter. Die Schuhe, die sind ungefähr zu 95% vom Johann. Krass eigentlich, dass der Blick von dir und so. Und das Gute ist das, weil du hast nämlich einen Stuhl. Ja, weil ja. Ich habe nämlich keinen Stuhl. Ich sitze hier immer den ganzen Tag. Ja, das ist ja voll krass. Dann und sie hockt da draußen oder wo? Nein, sie hockt da immer. Dann Johann ist eine Mitarbeiterin, die hockt da, die macht die ganzen Kommentare. Er beobachtet einfach meine Mitarbeiterin, dass die arbeitet. Er fragt, ob wir draußen schneiden oder drin, weil er sagt, das ist schon eine Sauerei, wie dann sage ich. Können wir auch herinschneiden, weil er holt eh eine Putzfrau. Jetzt wollte ich gerade erklären, weil du sagst quasi, kann auch hier drin sein, also können, kann, can. Weißt du, was ich meine? Also ist die. Die, mei, ist also can, also kannst du. Und dann kannst du ja so ungefähr so, nein, es geht auch da. Das heißt dann, gadei. Oder lernen. Er hat schon mehr Skills wie. Obwohl ich jetzt am Ende des Tages kurz, fang ich oder? Ja, fang du. Weil du willst? Nein, fang du, das passt schon. Weil ich bin eigentlich kürzer da, weil du in Thailand bist. Ja. Du kannst weniger Teil werden. Wenn ich ganze mit den Russen umgeben bin. Ich habe übrigens gestern meinen Arm neu verbunden. Ich hab's schon gesehen. Und jetzt habe ich das da quasi offen gelassen. Da hat er die Wunde halt, ne? Ja. Da ist halt nur die Wunde, ist nur so ein Cut, so ein Schmal. Das ist just like so ein Small Cut, nicht nur hier. Nee. Und eine. Oh, hier, look. Nee, oh! Ja. There we have the fucking cut. Mhm. And then inside. Dann, nee. So für jeden, der immer noch meint, dass es gespült ist. Ja, Alter, hau mir. Ja, okay, ne? Okay. So, Barbershop close. Wie kommt's ein? Ja. Er sagt, Microjai ist nichts verstehen. Ah, okay. Nichts verstehen. Das ist, weil damals, weil, also das ist wieder blöd, aber wir haben, mein Dad, wir haben eine Ziegelei gehabt. Wir haben eine Ziegelei gehabt und dann ist quasi, da war halt auch so Ahmed, unser Mitarbeiter, und der hat immer gesagt, nichts verstehen. Nichts verstehen. Ahmed, nichts verstehen. Ist Microjai. Ich wollte ja was sagen, geht in Lied auf. Ein Mund kann nichts verstehen. Ist German. Ja, da dürfen Sie aber nicht aufregen, weil wir haben wir sind in Thailand. Ja, wir sind Thai Kinder. But now we have the special technique, it's called Translator App. Translator App ist einfach brutal. Alle Läden sind geschlossen, oder? Dann machen wir nur ein Fragezeichen hier. Jetzt pass auf, jetzt spielen wir es einmal. Jetzt hör. Mei, bitte. La. Bleib nicht. Jetzt lass mal rein sprechen, okay? Land kann ich nicht, der Land der Pompit. Oder so. Ja. Geschäfte sind nicht geschlossen, aber Barbershops sind geschlossen. Ah, kein Schein. Aber das ist doch wieder der nächste. Technik, Alter. Wir leben im 21. Jahrhundert, Alter. Oh, ja, sorry, I have a gel. Okay. Was ist drin, oder was? Ja, ich habe ein Haargeleine. Jetzt werden sie grau. Aber ich habe es jetzt eben, weil die Hand habe ich übelst, I put purple shampoo again. Ich ist eigentlich wurscht, ich kann eigentlich nicht Englisch reden, weil ich nichts falsch. Vorher, hey, schneid die Haar gescheit, ne, weil sonst haben wir da auf zu zweit. Also für den ist das gerade, glaube ich, sehr gewinnbringend. Wer hätten denn sonst zwei Schneid? Also, vor allem der weiß ja noch gar nicht, was er von uns kriegt. Ja. Was verlangt er immer? Bei mir verlangt er 3,50 mit dem Bart. Ja. Das sind 9 Euro. Ja.
Ich weiß nur, dein Barber in Bangkok, ja, was hat der mir verlangt? 850. Ja, oder eigentlich 1000, gell? Ja, eigentlich 1000. Und für die dann 850. Ich immer zu dir gesagt habe, Alter, du zahlst voll zu viel. Ich habe ja einen Barber gehabt, der hat ja 2,50 gekostet, 2,50 Mark Barber. Ja. Aber dem hat er nicht vertraut. Aber das hat er auch passt. Dann habe ich immer gesagt, Alter, du bist so behindert. Der geht zu einem Barber in Thailand für 9 oder 1000 Baht. Aber er ist brutal. Man kann. Könntest du euch bei uns da haben, wahrscheinlich abschneiden ab und zu. Ja, also bei uns in Deutschland, da soll also zum türkischen Barber, ja, genau, gehen. Oder weil der Johann, der geht halt in Bangkok bei meiner Lesbe zum Barber. Die Lesbe gehabt. Die ist auch vorbeigekommen zu mir heim. Das ist aber eine lesbische Frau, die wo sie verkleidet als ein Mo. Der war ja auch mit dabei. Ja. Lockdown, Nummer 1 von 20. Ja. Übrigens soll angeblich die Situation noch viel schlechter ja, werden. Ja, ich hab's gelesen, ich hab's ganz gekonnt versucht zu ignorieren. Vielleicht ist dein Bulgarien-Trip doch wieder... Ja, ich hätte noch zur Seite geflogen müssen nach Bulgarien und ich hab's auch gesagt vor ein paar Tagen. In Deutschland ist dieselbe Scheiße wieder in der Bobo und die sagen das jetzt schon. Du mit ich habe einen Pickup. Ah, ich glaube, er hat ein Auto und er sagt uns, er kann uns. Wenn wir jetzt das ausdolmetschen, weil die okay. Ich habe in der letzten Zeit frei, da der Laden 14 Tage geschlossen ist. Ah. Ja, gut, die Gang mag, na, Kap. Alter, das ist dein neuer Fahrer ins Fitnessstudio. Stehst du? Ja. Vorgestern in einem Fitnessstudio, Und da bin ich. Ich war vorgestern im Studio. 90 Minuten Hinfahrt, 90 Minuten Rückfahrt. Also ich der andere Arschloch da wieder hoch. Ja? Grab. Ja, nein. Der, wo wir verzeihen, ich hab Schuhe bestellt. Und der sagt jetzt so, ich hab von denen 5 Schuhe, die du bestellt hast, hab ich bloß 2. Und dann sag ich, ja und? Dann cancel die anderen. Und jetzt will er, dass ich das cancel. Und ich will es nicht canceln, Alter. Das regt mich genauso auf, wie diese Grab-Driver anrufen. Weil sie rufen mich an, ich weiß sowieso, sie verstehen mich nicht. Du musst meiner Alten geben, oder der Jenny, die konnte so eine Nachricht einprogrammieren, dass das eine Nachricht an den Driver, die wurde so erklärt, so, habe ich geschrieben zu meinem, bitte stell es einfach drin beim Security, beim Aufzug. Aber das musst du halt in Thai schreiben, dann sieht er das und dann schreibst du halt einfach so, Achtung. Die Sache ist nämlich die, ich meine, ihr wisst ja das nicht, in Thailand hier. Du kannst hier, also hier gibt es diese Grab-Driver, ich glaube, das gibt es in Deutschland nicht so wirklich oder so. Na, krass, in England ist das vielleicht wieder beliebter, gell? In England gibt es vielleicht auch ganz viel so Delivery. In Deutschland ist das gar nicht, bei uns in Deutschland hast du halt keine Ahnung, scheiß Pizza-Drivers da. Ja, das normale Essen. Und was so ist denn das für eine? Ja, aber die fahren doch meistens im Auto, also bei uns, weiß ich nicht, ob das jetzt in der Großstadt ist, mit dem Roller. Also hier kannst du, egal was es gibt, ob Supermarkt oder ob du hier kann ich Klopapier bestellen, Wasser, Eis, es ist alles, was du kannst von der Pharmacy was bestellen und der du bringst dir. Und dann bringt es dir? Also ich kann jetzt ja auch jemanden bestellen, der kommt zu mir, nimmt das Handy und bringt das Handy zu dir, wenn ich keinen Bock habe, dir das zu bringen. Und dann sag mal, du bestellst jetzt was ungefähr so 30 Minuten weg ist, dann zahlst du maximal also 20 Baht für die Fahrt. Ja. Und das sind 60 Cent. 50 Cent. Und der Typ kommt von einer Stunde irgendwo her. Und da fühlst du dich schon schlecht. Ja. Der kommt dann. Und dann gibst du ihm 20 Bar Trinkgeld, dann ist es für dich, der ist so glücklich. Ja. Das ist echt krass. Der kriegt einen Scheißdreck für das, dass er da sein Leben in Bangkok. Die ganzen Fahrer riskieren da jeden Tag ihr Leben. Fahren da umeinander in dem krassen Verkehr und fahren halt schnell, weißt du, damit schnell die Scheiße ausliefern. Krass, aber hier aktuell 7-Eleven gestern 8 Uhr geschlossen. Alles. 8 Uhr? 8 Uhr, seit gestern 8 Uhr. Wow. Von 9 auf 8. Also bei uns ist es wohl in der Not beschissener, wie es bei euch war, das sag ich. Die Deutsche und die Türkei, die haben wir schon geschrieben, Bank of Hair. Ein bisschen Barthaare transplantieren. Mhm. Also da meinst du, oder? Ja, an der Backe. Ja. Da fällt es wieder bei. Da gibt es dieses Spray, dieses Minoxidil-Spray. Hier in Thailand gibt es sogar Tabletten. Ja, und was passiert da? Da habe ich noch überall. Das habe ich genommen und habe überall Haar gehabt. Das ist funny, ja. Es gibt das Weekend und es ist als Creme, aber es gibt es als Tabletten, aber dann wirkt es überall. Und ich hab das genommen eine Zeit lang und dann denke ich mir so, boah, krass, Alter, und meine Finger wachsen voll die Haut. Dann die Finger, ja genau. Ja, der andere hat das genommen ewig. Ich? Der filmende Mann hier, ja. Ich dachte, das sagen, der kann in Zukunft immer herkommen. Warum sind wir denn da hinfahren? Ich stelle jetzt nur so eine Massageliege. Ja, ohne Witz. Die Alte kommt vorbei. Ich war vor Ort bei der Massage, die wir jetzt zugemacht haben. Ja, und dann war ich fertig, so nach einer Stunde. Und ich habe noch nie Erfahrung gehabt mit irgendwelchen Happy-End-Massagen. Auf einmal fängt die da an, dass die da mal anspielen möchte, gell? Ich schwör's dir, Bro, wir machen mal extra für euch Leute ein Video von wegen, warum wir in Thailand sind. Also da reden wir über diese ganzen Sachen von wegen diese speziellen Massagen und diesen ganzen Scheiß. Und dann hat's da quasi, bist du am Bauch gelegen? Ich bin am Bauch gelegen. Und dann? Also als erst hat's angefangen, dass man mal
Ich bin am Bauch gekriegt. Sagt sie mir, ob ich schüchtern bin. Alles scheiße. Sag ich, nein, dann würdest du eine Boxershirt ausziehen. Echt? Ich sag's euch jetzt, das ist mein Ernst, was ich jetzt sag. Das ist für mich was Neues gewesen. Ich hab das noch nie gemacht. Dann hab ich gesagt, nein, zieh's nicht aus. Gell. Also, das war dann ganz angenehm, weil das war eine Ölmassage, weißt du? Ah, du hast gedacht, so einfach so. Ja, ich hab gedacht, ich hab wirklich nicht, ich bin davon nicht ausgegangen. Oh yeah. Weißt du? Und auf einmal sitzt sie hinter mir, dann massiert sie meinen beim Buckel. Also ja, ja, nackt. Und dann klang sie ab und auf einmal kommt sie an deinem Sack vorbei. Und dann habe ich gedacht so, ja. Echt? Aber sie, bei mir hat es, also ich gebe es jetzt quasi so, dass es mir passiert ist, hat der Johann sich so eine Massage hingegeben. Und dann danach hast du mir zahlen müssen. Ja. Ja. Hast du gezahlt? Nein, ich habe es nicht gemacht. Ah. Aber sie... Aber sie hätte. Okay, okay, also von zwei weiter. Ich war in diesem Moment einfach überhaupt nicht im Mut. Ich hab Schell weg gehabt, ist wieder hingegangen, weil ich knack gekommen bin. So filmen die kurz selber. Also, ich war wirklich nicht im Mut. Ich hab Schell weg gehabt, mein Knack gekommen bin. Ich war übertrainiert, hab gesagt, jetzt geh ich da hin. Und dann fängt die andere da an, da mal an zu spielen. Und dann hab ich gesagt, für mich selber, nein, brauch ich jetzt nicht. Aber im Nachhinein. Ja, warte, hat sie die erste Stunde massiert und dann. Genau. Echt? Genau. Ich war mit dem Toni, schau auf mich kurz, ich geb's so, ich war mit dem Toni bei der Massage. Dr. Toni. Toni Hutsch. Und dann geh ich so runter und ich wollte halt laden halt ein, so dann zahl ich so. Und dann gehen wir so raus und dann verzählt er mir, oh Mann, das war der Beste. Hä? Ich so, ich hab gar nichts mitgekriegt. Und ich so, wann hätte er das gemacht? Na, so, ja, erst hat es mir massiert eine Stunde und dann hat sie ihm quasi nur seinen Zipfel massiert. Das ist übrigens standardmäßig hier in Thailand. Wenn man mir jetzt bemessert, nur hier an der Straße vorbeigeht und dann sitzen da Frauen, die wollen, dass wir kommen und ihnen Geld bezahlen, damit sie uns angeblich massieren, aber ja. Die wollen angeblich eher unseren Freund da unten massieren, weil der bringt mehr Geld, das ist es, gell? Ja, der bringt mehr Geld. Ja. Statt die Massage 3,50 kostet, Happy End 1,200 kostet. Ja. Na Schmanz, ich hätte mir einen Discount gegeben für 1,000, hat sie gesagt. Oh. Ihr dürft uns nicht glauben, wir sind überhaupt nicht so drüber. Ja, echt. Also wir reden jetzt so drüber, weil wir es ja selber lustig finden. Ich finde es ja selber lustig. Ich meine, wir finden nicht lustig, dass der alte 60-jährige Opa ist, da eine Gänger und die machen das auch. Nein, das ist nicht lustig. Das ist nicht lustig. So, hello. Hi. Wo bist du wieder gewesen? 3 Minuten zu spät. 3 Minuten spät. Alles? Ist der Abmahnung. Verspätung ist kein Kavaliersdelikt. Abmahnung. Sag ich Mari. Die Maschine braucht er bei mir nicht mehr. Schön, lieber Barber. Vielleicht sollte sie die Arme rasieren. Ja. Maybe he can help you to shave your beard. No, das geht nicht. I'm telling you, Jenny, you need to cut this off. Die hat so einen Flaum über den Lippen. Geh hin und schau, zeig's den Leuten. Geh hin und zeig's den Leuten. Kannst du hier immer schnell. Sag Jenny, I need to show something real quick. Yes. And Sebastian need to show it on the camera. Okay. Jenny, put your mask off. Yes. No. And? Everything shaved? He mean. Kunto. Das ist sowieso der nächste. Hey, was? It's just a little bit! Ja, yeah, but it's not good to have this. It's not good. But it's not that thick like yours. Yeah, 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 but. You can color it black. No, if I shave it, it will grow back like. More? No, no, no. No! Wait, do you believe is this true? Yeah, they think immer. Wait, if this is true, why I'm not having a full beard? Yeah. I shave it off I don't know. All the time and it's not come back more. I don't know. I'm not gonna try. Thank you for your opinion. So next time when you sleep, we will come back. Das ist so lustig, weil wir haben aber geredet, was schon über sie. Und dann habe ich gesagt... Nein, du musst es schon zeigen. Film hier kurz. Jenny, record me real quick. So, ich habe zum Sebastian gesagt, schau, das ist meine Kamerafrau. Aber ich habe eine Freundin. Und die wäre aber für dich ganz gut. Und dann sagt er so zu mir, scheiße, jo, du, die hat übelste Haar an die Face und an die Arme und so. Und dann Bart hat gesagt, das ist nichts für mich. Und ich so, okay. Ich hab da nur so einen Tick. Ich meine, jeder hat so einen Tick, oder? Ich kenne zum Beispiel manche, die haben ein richtiges Problem mit Füßen. Ja. Also, wie die Füße ausschauen. Ich habe ein Problem mit Haare. Also, wenn die Frau mehr Haar hat wie ich und die Arme. Und das ist gar nicht mehr so. Das ist leicht eigentlich, weil ich rasiere meine Arme immer. Oder wenn die Kniescheiben zu klar sind. Das mache ich auch nicht. Hä? Eine Kniescheibe zu klein? Ja! Wir konnten eine Kniescheibe zu klein sein. Dann schaut das andere drumherum zu groß aus. Was die Mann? Das habe ich noch nie gesehen. Ja, ich kannst du mir mal ein Beispiel zeigen von so einer zu kleinen Kniescheibe? Ja, also sie hat gut. Ja, aber dir passt's.
Ah, you're just shaking my legs? Yeah, no, about the knees, about the knees. Yeah, I said to him, I never hear about this, with the knees. That's also okay. He said he doesn't like if women have a small this one. Mm. And I'm like, too small. I was never checking people's knees. I would only check for people for here, wenn so ein Elefantenfuß hat. Ja. Yeah. Yeah. Da hat nämlich die andere schon Potenzial. Sie? Ja. Oh, ja, habe ich schon gesehen. Ja. Können wir jetzt nicht so genau zeigen, weil sonst sind wir wieder frauenfeindlich und so. Also geht nicht, dass wir uns sagen, share das. Ja, wir machen das. Die verarschen uns doch genauso. Die verarschen uns genauso. Wenn wir verstehen die nicht. Die reden immer Thai und wir verstehen es nicht. Ja. Na, was die sagen? Who more handsome? I mean, wir schauen beide scheiße aus. Also von dem her. The thing is like. Ey, man, jeder hat doch irgendeinen Tick, oder? Ja. Jeder. Füße und so. Füße, Knie, Haare. Busen. Ja gut, da haben früher ganz viel operiert, ja. Also. Ja. Das ist eher nur gut für uns, weil mir gefällt es schon, wenn du eine einigermaßen Hupen hat. Du, ich kann mit Thai gar nichts anfangen eigentlich so grundsätzlich. Ja, das müsst ihr übrigens einmal das Zeug davon anziehen. Ist ein Sponsor. Ich finde das wirklich geil, das Zeug. Ja, Alter, die Hosen auch brutal. Also ich feiere die wirklich ab, diese kurzen Hosen da so. Eine Seite hat einen Reißverschluss, eine Seite hat keinen. Also weißt du, so ein Zumachen, so ein Zip. Und dann hast du halt, ja, ist echt Top-Zeug, Coach Joe. Ja? Ja. Ja, sehen. Jetzt kommt der Sebastian dran. Ich weiß, ich hab mir jetzt fast schon ein bisschen an abgeschwitzt. Oh ja. Warum haben wir eigentlich die Tür auf und dann ist sie nicht da? Ja? Sind halt bescheuert. Machen wir die Tür zu. Nein, no, I understand. Sind sie bescheuert. Wir gehen hier rein, damit es draußen nicht warm ist und dann machen wir die auf. Ja. Ja, ich hab's schon über gut 30 Grad, gell? Ja, jetzt andersrum die 30 Grad. Regenzeit ist übrigens hier. Aber in der Regenzeit regnet es trotzdem wenig wie bei euch da. Ja, 100%. Fertig mit dem Barber. Ich meine, wie schon gesagt, einen großen Unterschied sieht man nicht so vorher. Jetzt geht's ins Training. Secret Gym. 90 Minuten weg von hier in einer anderen Provinz. Also es ist kein Secret Gym, aber die einzige Möglichkeit, dass ich jetzt hier in der Lockdown-Phase trainieren kann. Jetzt zeige ich nur kurz, was bei mir Pre- und Post-Workout gibt. Also, ich mache mir immer zwei Shakes. Bei beiden Shakes, also sowohl Pre- als auch Post-Workout, kommt immer Glutamin mit rein, circa jeweils 10 Gramm, da geht es jetzt nicht so genau. Dann Kreatin, ein ganz normales Kreatin-Monohydrat. Sowohl Post- als auch Pre-Workout, das ist immer vor und nach dem Training. Weil hier gibt es so viele verschiedene Meinungen, also verschiedene Paper, so verschiedene Theorien, dass ich sage, okay, wisst ihr was? Mir am Arsch. Ich habe keine Ahnung, was genau hundertprozentig richtig ist. Dann nehme ich es einfach vor und nach dem Training. Dann habe ich einmal Amino Express. Das ist Pre- und Intra-Workout. Das heißt, ich trinke das schon immer Pre-Workout, teile mir dann aber immer noch ein paar Schlücke für im Training auf. Das ist Geschmack Peach Flavor. Schmeckt da echt gut. Also ich meine, das schmeckt wirklich gut. Und dann gibt es dann auch noch Amino Charge. Also wer sich immer wundert von Cytec, was der Unterschied ist. Also sie haben beide ein vollwertiges Aminosäureprofil. Hier ist nur Koffein mit drin. Jetzt ist es schon 3 Nachmittag und da nehme ich kein Koffein mehr. Das heißt, ich nehme das Amino Express statt dem Amino Charge. Und dann gibt es nach dem Training, wie gesagt, Glutamin. Und dann nochmal IAAs oder Aminos. Also man kann die Supplemente allgemein vor, nach dem Training und auch während dem Training finde ich sehr wichtig, wenn man sie entsprechend richtig einsetzt, in der richtigen Menge. Und auch die richtigen Produkte. Okay, dann gibt es immer noch Kapseln, also die tue ich mir mal hier rein. Vor dem Training gibt es einmal Carnicomplex, also L-Carnitin und Arginin. Nach dem Training gibt es nochmal eine Kapsel Arginin und Taurin. That's it. Bis 15 Minuten nach dem Training, also auch nach dem Post-Workout-Shake, trinke ich immer noch, weil ich der Meinung bin, der Körper ist hier wirklich am aufnahmefähigsten, auch durch die Insulinausschüttung. Gibt es da von mir immer noch Vita Greens and Fruits. Das ist eines meiner Lieblings-Subs von Cytec. Einfach unglaublich gut hinsichtlich der ganzen Nährstoffkomponenten, die da enthalten sind. Das Ganze ist ja nur gesüßt mit Stevia. Ja, also wer hinsichtlich der Süßstoffe da ein bisschen aufpassen möchte oder aufpassen muss, oder man sollte aufpassen, dann ist das Produkt meiner Meinung nach aus der Kategorie eine sehr, sehr, sehr gute Wahl. Alles klar, dann geht's los. Wie gesagt, das war jetzt ein bisschen ein Blättschmerz-Video. Also da waren jetzt wenig Infos drin, einfach nur, wie schaut es bei uns aktuell aus, wie geht es an Johann, hier alles wieder zugesperrt, ich hoffe bei euch bleibt offen. Danke fürs Einschalten, lasst mir einen Daumen da, wenn es euch taugt hat, es werden wieder mehr informative Videos auch kommen und wir hören uns, bis dann,
Habe ich dir recht.